Dobrodošli, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei habe ich TK Official und Mehmet Productions. Und ihr habt halt oft vorgeschlagen, Lapsus Band anzuschauen, eine bosnische Band mit dem Sänger Emir. Und ja, ich bin sehr gespannt. Pogal Sila und Santa Leda gucken wir uns an. Ihr kennt ihn nicht? Nein. Gehe ich mal davon aus. Dann fangen wir mal an. I don't know. Ja. House of White. Die Hochzeit? Ja. Ich wollte schon sagen, Haus der Weißen. Irgendwie. Ja. Sehr Rock. Er hat eine schöne, tiefe Stimme, so. Ja. Wir singen mit sehr viel Emotion. Ja. Boah, das ist wieder so eine Story. Ja. Die beiden. Oh, wo bleibt das Drama? Warte, ich brauch das Drama. Kommt gleich. Oh, die Frau ist hübsch. Ja. Was das wohl heißt? Braunhaarige. Jetzt bricht das Karten und den Das hab ich auch mal gemacht, immer. Okay. Jetzt langsam, emotional. Okay. Das war. Ach, das hat er sich vorgestellt. Ah. Und ein anderes heiratet sie. Oh nee. Oh. Da hast du dein Drama. Ja, da Drama, Drama, Baby. Drama genug. Nein, da muss noch mehr. Oh nein, nein, Junge, nein! Nein, nein. Zu Ende. Warum machst du das? Das dauert voll lange aufzubauen. Also seine Stimme gefällt mir sehr. Ja. Ja. Okay, er weiß Bescheid. Oh, und traurig. Ja. Möge niemand sowas durchmachen. Nee, müssen. Nee. Also die Frau sieht auch glücklich aus, also von dem her. Stimmt. Also sowas wünscht mir keiner auf jeden Fall, das ist schon traurig. Nein. Der ist bestimmt am Boden zerstört da. Ja, natürlich. Oh. Schade. Okay. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass sie den so am Ende sieht so und auch traurig ist, weil die sich voll geliebt haben. Ja, aber ich glaube, Braut und Bräutigam waren sehr glücklich, nur er war traurig. Ja. Mich würde interessieren, was das halt ging. Aber jetzt sind wir beim nächsten Lied, Santa Leda. Ja, genau. Das ist nämlich ein bisschen ein Game of Thrones mit der Karte. Römisch irgendwie so. Ja, genau, römisch. Das ist ein bisschen oldschool. Oh. Ja. Okay, das mit den weißen Haaren erinnert mich schon sehr an Khaleesi. Auch ein kleiner Pony. Wer ist Khaleesi? Ernsthaft? Yes, yes. Von Game of Thrones? Ich hab das ja nicht geguckt, deswegen. Wie du hast du nie Game of Thrones geguckt? Aber die sehen auch alle hübsch aus. Was? Das mit dem Pferd mit dem kleinen Pony. Die
Kämpfer kommen zurück. Und bekommen Kopfsalat. Ja. Eisbergsalat. Die Helden kommen zurück. Ist Caesar? Oder ist Caesar Darsteller? Ja, der ist sauer. Ja. Ah, das ist... Okay. Okay, ich glaube, er merkt, dass seine Frau auf ihn steht. Ja. Deswegen ist er sehr angepisst. Und will ihn wahrscheinlich umbringen. Aber die Frau ist hübsch, ey. Das muss man sagen. Okay, er sieht's. Direkt tötet den. Boah, jetzt kommt der Schlechter. Ach du Scheiße, da war Blut noch dran. Boah. Weißt du, der hat nur eine Achse, der hat Schild und Schwert. Boah, ich frage mich, wer überlebt. Boah, komm schon, Junge, der hat nur eine Axt. Ja, komm. Einmal abwenden und dann reinstechen, ihr Schwert. Oh Gott, wie schlecht. Oh. Oh nee. Jetzt rennt sie dahin und... Oh nein. Nein, nein, bitte nicht, nein. Oh. Ach sorry, als ob der Bogenschütze das nicht merkt, dass sie dahin läuft. Ja, das... So. Okay, ist Drama, aber. Okay, war nur geträumt. Da hat sie schwarze Haare. Ich verstehe aber nicht, wo der Sinn so. Vielleicht ein Text war. Keine Ahnung. Ja, schön wieder. Geht eher in Richtung so, wie soll ich sagen, dramatisch, so melancholisch, ja. Dramatisch, so. Ja, schöne Stimme auf jeden Fall. Und also ich fand die Band ja auch cool. War nice. Auch so was Römisches anscheinend. Ja, war interessant. War interessant dann zu sehen. Schon, ja, war echt gut. Also falls ihr noch mehr Vorschläge habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Vergiss nicht, ein Like da zu lassen, abonnieren. Aber so eine Milica Pavlovic ist auch. Milica Pavlovic. Ja, genau. Entschuldigung, das ist falsch ausgesprochen. Ja, genau. Als nächstes kommt ja Jelena Kaleosha. Also auf jeden Fall auch angucken gleich. Mhm. Und genau. Ja, dann sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal. Video.